Die Raif Badawi Foundation for Freedom engagiert sich und will sich verstanden wissen als der Think Tank, das Institut, das sich für Meinungs- und Medienfreiheit in der arabischen Welt einsetzt. Darüber hinaus will sie auch junge Leute in Demokratie, Säkularismus und liberalen Ideen, in der liberalen Philosophie schulen, um nachhaltig und längerfristig wirken zu können. Was ganz beachtlich ist für das Engagement von Ensaf Haider und ihrer Freundin Evelyn Abitbol. Und innerhalb dieser kurzen Zeit ist es schon gelungen, die Stiftung als solche zu institutionalisieren. Und wir können bald mit den ersten Aktivitäten, vor allem auch im Bereich der Recherche und der Publikation, rechnen.